Gell, ist schon wichtig, dass man gut zu sich schaut. Ja, aber noch wichtiger ist, wenn man einem Weizen gut schaut. Wir erklären uns Getreidejahr von der Aussaat bis zum fertigen Mehl. Da fährt der Bauer dann schon an im Februar, März mit der Nährstoffversorgung vom Getreide und mit der Pflege. Bruno, wie schön sieht die perfekte Weizenpflanze aus? Einfach ein schönes grünes Fahnenblatt, ein schönes grosses langes Ähre. Und es muss ein paar Pflanzen auf den Quadratmeter, nicht so, wo man durch sieht alles, ja. Und für dich, Sabrina? Für mich ist eigentlich der perfekte Weizen, wenn er getröstet ist, gesund und einen schönen grossen Kern. Das ist für mich der perfekte Weizen. Was braucht der Weizen, damit er gut wächst? Dass der Weizen gut wächst, brauchen wir Wärme, Wasser und Nährstoff. Und mit welcher Pflege beginnt ihr im Frühling? Erste Massnahme ist sicher, wir versorgen das Getreide versorgen mit Nährstoff, eben Gülle oder Kunstdünger. Heißt bessere Pflege auch besseres Mehl? Wenn der Weizen krank ist, ist es nicht gut. Es gibt kein gutes Mehl, die Bacheigenschaft leidet darunter und unter Umständen ist der Weizen gar nicht genießbar. Welche sind die häufigsten Krankheiten oder Schädlinge? Ein sehr hoher Druck kommt von Wildsauen im Getreide. Und das ist in der Milchreife, wenn die Sauen kommen. Und da kann so eine Saurotte kann wirklich 10-20% vom Weizenfeld könnt ihr in einer Nacht oder in zwei vernichten. Das gibt es nichts anderes, als einfach einhaken oder eben die Jäger schauen, dass der Druck klein bleibt. Und wann wird es so richtig spannend? Spannend ist schon, wenn er im Frühling, wenn er anfängt zu wachsen, grün wird, wenn die Weizen grün wird und bestockt hat. Das ist schon spannend. Einfach schauen, wenn er sich aus dem Winter entwickelt hat. Wie lang wird der Halm? Wir wollen ja nicht ins lange Weizen. Ein langer Weizen geht um. Und nachher, wie sich das Korn in der Milchreife entwickelt, ist es ein grosses, gibt es ein grosses, ein volles Korn? Oder haben wir viel verkrüppelte kleine Weizen im Ähre hinein? Okay, das waren alle meine Fragen zur Pflanzenpflege. Bevor es dunkel ist, gehen wir unseren Weizen noch anschauen miteinander. Kommst du mit, oder? Ja. Gute Fahrt und bis bald. Nächstes Mal bei Grunders. Wenn es eine gute Ernte ist, dann freust du dich zum Malen. Oder weißt du, hey, es gibt ein schönes Jahr. Mal, es ist ein spezieller Tag. Schweizer Brot. Und was ist dein Brotmoment?